Moinsen, Servus und willkommen bei Dragon Age Origins Hicks. Willkommen beim Hexenjagd-DLC. Als würde man in einem Feld voller Sterne stehen. Und sie zeigen uns den Weg. Ja, nice. Das sieht doch hier ganz richtig aus. Ich wette, hier werden wir fündig. Was ist das? Na, der nächste Loot hier. Gut, fangen wir an. Was wir alles tun können, wenn wir diese Magie nicht verlieren. Alter, ey, Jörg wieder zurückgeht. Hier, Mann. Exzellent. Ja. So. Der alte Kadash-Teig hier. Der Kim Kardashian-Teig. Wow. So, wir wollen nämlich diese Dinger zusammen suchen, damit wir Morrigan ja wiederfinden können. So, was geht hier? Wir sehen die magische Energie, die von den... Enttäuschend. Was? Was ist enttäuschend? Was ist denn hier? Ah, hier ist so ein Gammelviech, ne? Das sieht uns noch nicht. LOL! Oh, der Bombe. Mach mal mit hier, ey! Das keiner hilft. Immer Jörg, ey Jörg, wie habe ich dich denn entzogen, bitteschön? So habe ich dich nicht erzogen. Steht einfach rum und guckt so hoffentlich so nach dem Motto, dass er nichts tun braucht. Ihr wart also noch nie draußen? Das ist das erste Mal? Nein, natürlich war ich schon draußen, aber es war schrecklich. Wir mussten Dehnübungen machen. Ich habe geschwitzt und überall war Dreck. Während meiner Zeit als Schüler dachten unsere Lehrer, es würde uns gut tun, mindestens einmal die Woche an die frische Luft zu kommen und ein paar Übungen zu machen. Sonne und frische Luft sind gut für euch. Wisst ihr, wovon die frische Luft im Sommer voll ist? Mücken. Und sie gieren nach frischem, zartem Magierfleisch. Nun ja, wenn man es so sieht... Aber zum Glück hatte sich die Sache schnell erledigt, als ein Schüler diese Gelegenheit genutzt hat. Er ist einfach von der Anlegestelle gesprungen und ans andere Ufer geschwommen. Die Templer konnten ihm in ihren Rüstungen nicht hinterher schwimmen. Sie haben ihn erst eine Woche später wieder aufgespürt. Geil. Danach mussten wir plötzlich nicht mehr nach draußen. Aber dieser Magier, Enders, hat immer wieder versucht zu entkommen. Und seit seinem letzten Fluchtversuch habe ich nichts mehr von ihm gehört. Enders? Vielleicht hört man nochmal davon. Ist ja witzig. Ja, du kleine Lavatasche, du Wieb, Alter. So, alle auf ihn hier. So. So. Gruppen? Cello-Mello hier. Gut, fangen wir an. Ein Helm aus Eisen. Glaube nicht. Plus zwei aller Attribute. Ich behalte nochmal meinen. Jawollo. Hey, ist hier was? Kieke mal. Das ist ein bisschen wie eine Schatzsuche. Für... Ja, so ein bisschen. Es ist soweit. Ich hoffe, sie reichen aus. Allerdings brauchen wir noch immer die Scherbe des Illuvien,
Sobald ihr bereit seid, sollten wir zu den Elfenruinen aufbrechen. Yes. Genau so, genau so. Was ist denn hier? Geht's hier wieder raus, oder wie? Ah, ich erinnere mich. Hier kann man ja, glaube ich, rein in den Kadesh-Teig. In den Sauerteig hier. Aber das sah ein bisschen anders aus hier vorne. Egal. Ja, okay. Easy peasy. Dann wollen wir mal in die Elfenruinen, würde ich sagen, ne? Passiert irgendwas unterwegs? Irgendwas Nices? Sieht wohl nicht danach aus. Das sind die Ruinen. Der zerstörte Illuvien müsste hier irgendwo sein. Aber ich war hier doch schon mal. Bin so aufgeregt. Wenn ihr es so sehr hasst, draußen zu sein, warum begleitet ihr uns dann? Ich konnte mir die Gelegenheit, mehr über die alten Elfen und die Spiegel zu erfahren, nicht entgehen lassen. Außerdem mag ich die Gesellschaft. Danke. Ich meinte den Hund. Lol. Lol. Get kackt, Alter. So, Knochenberg. Wärmebalsam. Geht auch fit. Was haben wir hier? Charakteristischer Leichnam. Ja, bitte. Wie ihr wünscht. Jörg, hast du Bock auf Leichenschändung? Let's go. Be a good boy. Da gehe ich ganz bestimmt nicht lang. Rangordnung ist jetzt aktiv. Was heißt das aber? Ist das ein Buff? Kriegt Jörg einen Buff durchs Pissen, Alter? Wie Ehre wäre das denn? Rangordnung, gut, egal. Wir an. Whatever. Warum gibt's hier wieder Viecher, ey? Zierte Elfe, Alter, ey. Alle infected hier. Oh man, Würgeschwurm, Digga. Gut, fangen wir an. Alter, was machst du denn eigentlich? Oh no. Maul. Alter, er blockt einfach Pfeile mit seinem Schwert ab. Wie savage ist denn das? So. Diese Leute waren krank, bevor sie gestorben sind. Die Rabellas. Lethalin. Sie sind doch nicht ansteckend, oder? So, wie geht's dir, Kollege? Sieht aber gar nicht gut aus. Was geht denn? Gut, hier? Fangen wir an. Kommst du? Oh nee, Feuerball? Den Schlag an. Infizierter Schlüssel. Aua. Ich dulli, ey. Wir sollen mal stehen bleiben, ey. Und ich steh mal auf hier. So. Kann es hier mal geschehen? So, Achtung. Heil ich mal selber. So, dann wollen wir mal. Alle Waffen bereit. Nee, Feuerball. Hier kommen einige auf uns zu. Das ist interessant. Der ist aber ganz schön auf Abstand, der Kollege hier. Mega. Genau. Boah, Jörg hat den einfach komplett alleine rasiert. Das ist der Fenzi-Kriege. Ehre. Eins Schlüssel. Sollte kein Problem sein. Sehr gut. Von denen brauchen wir fast gar keine mehr. Wenn ich die importieren kann, dann für Awakening, dann lit, dann habe ich schon mal eine gute Basisausgangslage für. Ah ja, klar.
Heilung da rein. Schieß. Armkardige. Bin ich hier überhaupt? Ey, das Einzige, was jetzt noch fehlt, das sind Spinnen oder so. Wenn jetzt noch Spinnen vorbeikommen. Perfekt. Einfach nur perfekt. Na komm, kommt her. Alter, wenn ich mir Amkarak angucke, dann war ich hier zu Kindergarten. Das hier mit. Verstanden. So ein Kindergarten, ne? Hoffentlich können wir hier wieder eine Falle auslösen oder so. Ne? Verstanden. Kann ich nicht hin, ne? Schade. Wie ihr wünscht. Die Trauer Alafans. Heftig. Ich jetzt 98, nee, 97. Muss mal aufpassen, was ich mir noch alles zu Gemüte führe. Das sollte kein Problem sein. Let's go. Okay. Ja, dann müssen wir einfach nur geradeaus, ne? Wo kommen wir hier raus? Da. Best. Rate mal, wofür der Schlüssel ist. Ne? Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Oh shit, das ist er. Der Illuvion. Zumindest ein kaputter. Ich kann kaum glauben, dass dies einer der Illuvien ist. Er ist überwältigend. Und zerstört. Ziemlich zerstört. Mit der Scherbe und den Lichtern Arlefins müssten wir in der Lage sein, ein Wahrsagerritual durchzuführen, um einen unbeschädigten Spiegel aufzuspüren. Das hier sieht nach einem geeigneten Ort für das Ritual aus. Wir können beginnen, wann immer ihr bereit seid. Okay, erstmal ist unser Freund hier Jörg. Ey, Jörg muss ein bisschen hier, ein bisschen was auf die Rippen kriegen. Warum hat er so viel Geschicklichkeit? Chancen, mehr Gegner zu treffen. Aha. Deswegen wahrscheinlich. So, M'lady. Boah, die hat mehr Stärke als geschicklich. Ach, die ist doch ein Krieger. Aber zweihändig anscheinend. Okay. Ja, gar nicht mitbekommen. Machen wir mal Plünderer und Berserker passt jetzt nicht so. Dann machen wir Templer. Was ist mit denen eigentlich? Wann schaltet man die hier frei? Wahrscheinlich nur in Awakening oder so. Wüste Beschimpfungen, was? 50 Geschicklichkeit. Tiefschlag aktiviert. Wir machen auf jeden Fall das. Ach so, mehr geht nicht. Okay. Are you ready, boys? Ich habe gerade dieses Buch über graue Wächter gelesen. Als Kind hätte ich jedem die Finger gebrochen, der mich grundlos herumschubst. Ich wollte es nur erwähnt haben. Aha, toll. Kontext. Verstanden. Haltet euch bereit. Boah, das lief ja super, ey. Oder war das? Momentum nicht aktiviert. Momentum mal. Blute ich etwa? Oh nein, meine Robe hat einen Riss. Tschüss. Ach, und was war mit? Gebt uns euer Blut, Ariane. Wen kümmern schon die Schmerzen? Jetzt geht es um mein Blut.
Hat's funktioniert, also den kann man trashen, ne? Ist mir aufgefallen. Jedes Mal, man kann den so fertig machen. So hat man irgendwo verdient, ne? Hat das Ritual funktioniert? Ich habe einen anderen Illuvien aufgespürt. Er ist in den Drachenknochenödlanden. Oh Gott. Die Magister aus Tevinter haben ihn vermutlich dorthin gebracht, um herauszufinden, ob die alten Drachenknochen die Macht des Illuvien verstärken. Was tun wir, wenn wir dort sind? Wir untersuchen den Spiegel. Er könnte uns Hinweise auf Morrigans Absichten liefern. Mhm. Und falls sie auch nach den Illuvien sucht, ist sie vielleicht sogar dort. Wollen wir? Ja, hinter den Spiegeln. Gar keine irgendwie Alice im Wunderland Problem sein. Anekdote, aber okay. Ah, hier kann man jetzt raus. Praktisch. Indeed, very praktisch. Wie war das nochmal? Euer Name ist Florian Phineas? Horatio Aldebrand, der Hochwohlgeborene, nicht zu vergessen. Klingt adelig. Mein Vater hat darauf bestanden. Haben euch eure Eltern gehasst? Nein, sie lieben mich. Ich glaube, der Name kommt daher, dass ihre überwältigende Liebe ihren Verstand verdrängt hat. Interesting. Haben dich deine Eltern gehasst? Lol. Wo geht's hin? Drachenknochenödland. Ah, okay. Auf diesem alten Friedhof, den einst die Drachen aufgesucht hatten, um zu sterben, ist ein Illuvien verborgen. Da sind Drachen gestorben, Alter. Ich hoffe, die sind auch alle tot. Ich hätte jetzt richtig Bock auf so einen richtig schönen High Dragon, ne? So ein richtig so Bosskampf, wie wir es damals hatten. Im Frostgipfelgebirge. Oh, das sieht ja mal einladend aus hier. Wir sind da. Haltet die Augen nach Drachen offen. Und nach Spiegeln. So, Jörg, du darfst erstmal gleich deine Dominance asserten hier. Nun, ich schätze, irgendwo muss er sich wohl erleichtern. Guess what? Rangordnung ist jetzt aktiv. Ah, so viel zu dem Thema. Kultisten gibt's auch hier, super. Noch mehr Redneck Killbeats. Ehrenhaft. Ich bin noch nie zuvor einem Drachenanbeter begegnet. Sie haben wohl nicht viel für Plaudereien übrig, was? Warum sollte jemand einen Drachen anbeten? Oh, ich Drachen sind groß, mächtig und sie speien Feuer. Manche Leute sind einfach leicht zu beeindrucken. Oh ja, ich kenne mich mit denen aus. Sind nicht so die Gesellen, mit denen man viel Zeit vertreiben möchte. Oh nee. Ja, da muss ich weg, Alter. Boah, Jörg, schnapp ihn dir! Fass! Ja, könnt ihr schon. So. Du kannst mal eine Gruppenheilung rausholen. Dann lassen wir mal ein Kampfe explodieren. Oh oh. Da ist jemand in einem Geistgefängnis. Was machst du eigentlich hier? Das sollte kein Problem sein. Drago, oh no, die sind ein bisschen heftiger. Hört doch auf, betäubt zu sein, Mann. Jawohl. Du hast den Kopf. Der hat einen Kopf. Mann, dein Level ab. Verstanden. Und ich bin da ausgerechnet reingelatscht. Ausgerechnet ich. Warum erkenne ich die gut, denn nicht? Warum sonst der absolute Fallen Oberdude? Oder? Du hast doch alles erkannt hier. Meisterschaft.
einer. Wird erledigt. Yo. Nee, ihr Kultistenschweine. Verstanden. Lauf. Ist das zerklüftet hier, Alter? Schade. So. Willenskraft Magie. Dann geben wir dir noch Arcana Krieger und. Ja, merkt. Geht ja nicht. Also hier bist du ziemlich gut ausgestattet. Kraftfeld. Ja, zermalmendes Gefängnis ist halt echt geil. Kampfmagie. Probieren wir mal aus. So, du hast ja alles voll, ne? Warte mal. Aber worauf können wir verzichten hier? Wir können auf Kräuterkunde verzichten. Da machst du mal den Modus an. So. Uiuiui. Drachenknochenbeil. Sick. Ich nehme es mal mit. Kann ich dann in den nächsten Spielstand übertragen. Hoffentlich. Lalalala. So, was geht denn hier ab? Was ist das? Ein Vatera? Unmöglich, sie sind nur Legenden. Ein was? Das heißt, sie waren Fels und Baum, Wind und Regen. Von den Elfengöttern belebt, um ihr Volk zu beschützen. Um ihr Volk zu beschützen? Warum sieht er denn aus, als wolle er euch fressen? Boah, Alien, Alter. Was zum Geier? Vatera, richtig elfisch. Kein Problem. Ist ja ekelhaft. Okay. Schön auf hier. Können wir auch nochmal hier. Was machst du da? Ich bin hier. Sehr gut. Jetzt hier. Gib dir einen Keks, Junge. Boah. Lecker. Verstanden. Stab, Schreck. Wisset. Warum kommen jetzt die Drachen hier an? Was ist bei dir falsch? Schrei. Mana? Do it. I said do it. Hallo. Natürlich. Ich finde das witzig, wie das eigentlich so gut ist. Ich habe das schon mal gesagt, ne? Also hier das hinzukriegen, das ist richtig easy. Mann, da muss ich eingreifen. Eingreifen.
betäubt zu sein, Alter. Wie lautet euer Befehl? Okay. Gebt mir die Richtung vor. Boah, Alter, wie das nervt, ne? Mächtiger Lyriumsschrank. Du tust nicht, was ich sage! Das war ein Befehl. Der Angriff Steiner war ein Befehl. So. Komm mal her hier, ey. Der nervt. Muss ich jetzt bitte irgendeinen Drink oder sowas? Oh, Alter. Dass er das kann hier, der Dude hier. Aua. Oh, unser Magier ist tot. Kommt davon. Ja, das kriegen wir hin hier. Und wir leben. Ja. Kein Level up. Kein Level up. Das ist traurig. Ohne Verletzungsausrüstung. Verletzungsausrüstung. So. Ah. Codex jetzt aber mal. Ariane sagt, die Veterans erschaffen, um die Elften und ihre wertvollsten Artefakte zu schützen. Sie sind so selten, dass sogar sie Dalish sind, nur sie für Legenden halten. Der eine, dem du gegengibst bist, war außergewöhnlich grausam und hat sogar Ariane angegriffen. Eine Angehörige des Volkes, das er beschützen sollte. Warum genau, ist jedoch vollkommen unklar. Interesting. Und ich habe ein Level Up. Level 26, Bitch. So, Yes. Yes. Man kennt's. Komm, gehen wir wieder auf Vitality. Vitality ist einfach sick. Aber wie das funktioniert, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Wollen wir Meichelmörder full machen? Komm, warum wir machen? Wir machen Meichelmörder full, ne? Das klingt doch gut. Oh, jeet! Gut, wenn es sonst nichts ist, dann müssen wir jetzt da rein, ne? Ich würde auch sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.